Ja, hallo zusammen. Hier ist wieder der Frank von Franks Modellbahn. Heute habe ich mal ein kleines Video zusammengestellt und möchte euch meine bislang beleuchteten Züge zeigen. Und dazu wünsche ich euch viel Spaß. Als erstes sehen wir den Akkutriebwagen der Serie ETA 515-815. Dieser wurde seinerzeit von einem Freund von mir digitalisiert und dabei auch mit LED-Innenbeleuchtung ausgestattet. Ja, und hier kommt der gute alte Märklin-Schienenbus 3016 mit den Beiwagen 4018 ins Bild. Von Haus aus hatten die schon als Analogmodell Innenbeleuchtung. Im Rahmen der Digitalisierung wurden dann die klassischen Glühlampen gegen LED-Glühlampen von Schönwitz ausgetauscht. Und im Digitalbetrieb macht das eigentlich ein gutes Bild, weil die Helligkeit immer schön konstant bleibt. Ja, die Mitteleinstiegswagen von Märklin in Türkisbeige werden schon ab Werk mit LED-Innenbeleuchtung und Schlussbeleuchtung ausgeliefert. Das Ganze wird über einen Decoder gesteuert, der im Steuerwagen sitzt. Da kann man dann die Innenbeleuchtung entsprechend zuschalten, die Führerstandsbeleuchtung im Steuerwagen und das Schlusslicht bzw. Dreilichtspitzensignal, je nachdem, ob gezogen oder geschoben wird. Die Waggons verfügen über eine elektrisch leitfähige Kupplung, sodass für die gesamte Stromversorgung des Zuges nur ein Schleifer erforderlich ist. Ja, zu meinen absoluten Lieblingszügen gehört der TEE Rahm von Märklin, Artikel Nummer 3071 bzw. 4071 für den Zusatzwagen. Dieser Zug wurde mit einem sehr guten Freund gemeinsam digitalisiert. Das heißt, er bekam einen ESO-Lock-Sound-Decoder. Dazu wurde die Innenbeleuchtung installiert und von einem weiteren guten Freund aus dem Märklin H0 Forum bekamen wir eine entsprechend passende Inneneinrichtung, sodass dieser Zug komplett Inneneinrichtung, Innenbeleuchtung und sogar Fahrgäste hat. Ich finde eine absolute Aufwertung des gesamten Modells. Bei den vierachsigen Umbauwagen von Märklin wurde auch eine Innenbeleuchtung installiert und zusätzlich eine abschaltbare Schlussbeleuchtung. Das wurde mit Hilfe eines Decoders realisiert, sodass der Schlusswagen bei abgeschaltetem Schlusslicht natürlich auch mal hinter der Lok laufen kann. Was neu war, ich habe hier zum ersten Mal die elektrisch leitfähigen Magnetkupplungen ausprobiert und ich muss sagen, ich bin begeistert. Die Stromversorgung ist absolut zuverlässig, die Zugkraft ist gegeben. Was will man mehr? Ich finde das einfach eine tolle Sache. Im September letzten Jahres habe ich mir die Märklin-Zugpackung Fernverkehr geholt und einen passenden zweite Klasse Großraumwagen dazu, weil ich gerne ein Intercity mit 5 Waggons fahren lassen wollte. In der Zugpackung ist unter anderem auch ein Steuerwagen enthalten mit wechselndem Schlusslicht bzw. Dreilichtspitzensignal, je nach der Fahrtrichtung.
Und dieser Zug wurde jetzt auch von mir beleuchtet und mit Fahrgästen bestückt. Da der Steuerwagen bereits einen Schleifer hatte, habe ich von dort aus die komplette Stromversorgung übernommen. Die Waggons sind mit elektrisch leitfähiger Kupplung ausgestattet worden. Und ja, ich muss sagen, es ist ein super Effekt, wenn dieser Zug mit Licht durch die Gegend fährt. Die vierachsigen Umbauwagen haben Innenbeleuchtung bekommen und so lag es natürlich nahe, dass auch die dreiachsigen Umbauwaggons entsprechend erhellt werden sollten. Genau wie bei den anderen Waggons bzw. Zügen habe ich einen Wagen mit dem Schleifer ausgestattet und die übrigen Waggons mit elektrisch leitfähiger Kupplung ausgestattet und somit verbunden. Der Märklin-Schienenbus 39980 hat schon von Haus aus eingebaute Innenbeleuchtung. So brauchte ich hier eigentlich gar nichts weiter zu tun, als lediglich dieses Fahrzeug mit Fahrgästen zu bestücken, sodass hier endlich mal keine Geisterfahrten mehr erforderlich sind. Und das war's für heute. Ich hoffe, mein kleiner Exkurs hat euch gefallen und würde mich über eine positive Rückmeldung eurerseits freuen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.